für einen Ungeübten die Pendeltechnik umzusetzen, ist natürlich so eine Sache. Erinnert euch mal, wie ihr angefangen habt, so die ersten Versuche, Normalstahl oder bei den Legierungsstählen bzw. auch bei den Edelstählen. Ihr seht hier mal so ein Edelstahlwerkstück, das ist halt ein Deckel, der da raufgeschweißt werden soll, ringsrum eine Blindraupe. Und ihr seht in den nächsten Szenen, wo die Schwierigkeiten liegen. Es ist keine Formierung vorhanden, das ist ja auch so ein Punkt. Das Edelstahl reagiert natürlich entsprechend anders, als wenn eben eine Formierung drin wäre. Mein Tipp an der Stelle, Argon ist mein persönlicher Favorit zum Formieren, gleichzeitig Kühleffekt und brennt nicht. Schauen wir uns mal die nächsten Szenen an. Und wenn ihr euch erinnern könnt, wie ihr angefangen habt, bringt mal eure Tipps unten in den Chat rein. Und das, was ihr seht, wo hier die Schwierigkeiten vorhanden sind, bei dieser Übung, bei dieser Aufgabe, diese Blindraupe auf dem Deckel da ringsrum zu schweißen. Beobachtet mal die Handbewegung, den Versuch, das Achteln einzuhalten. Da gibt es ja so einen innerlichen Angstpunkt. Rutsche ich weg, rutsche ich nicht weg, rutsche ich über den Rand oder bleibt die Keramikdüse mal kurz hängen am Rand, an der Schmelze. Jetzt kommt dazu noch den Schweißdraht fleißig hinterher zu stopfen. Dieses Feingefühl kennt ihr ja, ne? Ja, es ist ein gewisses Talent vorhanden, das ist ja zu sehen. Aber eben auch, es fehlt so ein bisschen die Geschmeidigkeit, so ein bisschen das Feingefühl. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Unten im Chat schreibt eure Tipps mal da rein. Und wir beobachten mal weiterhin, wie eben versucht wird, mit der Pendeltechnik diese Blindraupe hinzukriegen. Ja, das ist irgend so ein Pappalapappteil, weiß nicht mehr, um was es da ging. Nichts Spannendes. Man sieht ja schön, wie eben die Keramikdüse draufbleiben soll. Man hat so das Gefühl, ja, so ein bisschen pressen, draufpressen muss sein. Eigentlich muss es ja nicht so sein, aber da kommt ja dieses Angstgefühl durch. Immer in der Mitte bleiben zu wollen, links, rechts die Pendelbewegung gleichmäßig durchführen zu wollen. Das ist eine ganz normale Geschichte. Man sieht es auch, da sind so kleine Zittervorgänge vorhanden am Brenner im Handgelenk. Klar zu erkennen, dass eben auch, wie vorhin schon erwähnt, die Geschmeidigkeit so ein bisschen fehlt. Das hat natürlich was mit Dauertraining zu tun. Und mit Erfahrung, ganz klar. Aber ganz klar auch zu erkennen, ein gewisses Talent. Hat euch das Video gefallen? Herzlichen Dank für den Daumen hoch und das Teilen der Videos an eure Bekannten und Interessenten. Gerne auch zur Vorführung geeignet. Viel Spaß weiterhin hier auf dem YouTube-Kanal, insbesondere bei den Vorführvideos zum Thema WIG-Rohrschweißen für Anfänger.